Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Rein geht's ins Halbfinale gegen die Krefelder Pinguine. Ich bin gespannt, wer jetzt hier die Serie macht. Und wir schauen erstmal auf die Topscore. Das ist Tyler Spilchenhänder, Lemmers, Odendorf, Schütz, Oswald, Blomqvist, Watson, Burkhardt und Johannes Kraus. Es wären schwierige Spiele. Ganz, ganz klar gegen Krefeld. Gegen Bietigheim waren die ersten zwei Spiele richtig eng und dann sehr eindeutig. Dann hatte man das Gefühl, dass Bietigheim einfach nicht standhalten konnte. Gewinnt sie eine der ersten beiden Spielen, dann sieht das ganze Jahr anders aus. Aber wir kommen mit Pause Krefeld. Ja, ein Stück weit, sagen wir es mal so. Aber rein geht's. Hier ist es einfach jetzt hart umkämpft und ich bin gespannt, wer jetzt hier das Ding macht. Und sogar Henrik Kahn ist im Tor. Schau mal, Watson mit dem Schuss. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass wir eigentlich öfters die Partie gegen die Krefelder dominiert haben, aber Krefeld dann manchmal gewonnen hat. Und dann Burg hat die nächste dicke Chance und wir kommen gut aus der Kabine. Ganz stark. Aber können das einfach jetzt noch nicht zu einem Tor umnutzen. Und jetzt McDonald. Josh McDonald mit dem Konter. Macht er gut. Macht er richtig stark. Matsumoto. Aber Schütz. Oh nein, was me, Bennett, was me. Aber hier gibt es keine Tore für die Krefelder. Wenn Schütz, nein, nicht. Ja, erstmal Schütz mit dem Konter. Wenn Fiesing am Tor steht. Also ich hoffe natürlich, dass er kein einziges Gegentor bekommt. Er hofft mit dem Puck. Und jetzt Achtung, der Konter. Borzecki, Schütz, komm. Borzecki. Puck geht zur anderen Seite. Spürchen, schneller Pass auf Max Oswald. Oswald mit dem Konter. Max Oswald, der Treffer. Henrik Arne war dran. Aber lenkt den nur ins eigene Tor. Dann ist es der erste Schiff für die zweite Reihe und der sitzt. Wir schauen nochmal drauf. Hier. Und da ist er dran mit der Stockhand. Ganz stark. Er hatte zwar freie Sicht. Aber warte, ich glaube, er war sogar mit dem Schläger dran. Bin mir nicht ganz sicher. Aber sah jetzt am Ende ein bisschen aus so. Aber völlig egal. Wir führen 1-0. Und das geht auch gut in Ordnung. Wir hatten gleich eine gute Phase am Anfang, dann hat Krefeld 1-2 Konter. Oswald vertendet da fast den Puck, aber bleibt standhaft, ganz stark. Jetzt Max Oswald, da ist Tyler Spürchen, schade. Und jetzt Borzecki, Marcinu Kunekat. Kunekat, oh, was ein Pass auf Borzecki, aber ganz stark, ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt den Puck, oder dass es eher abseits war. Eher so gesagt. Tyler Spurgeon gegen Rutu. Spurgeon gewinnt. Thiel ganz stark. Was ein Pass auf Lemmers. Da ist Oswald. Was eine Übersicht. Und Rutu. Ja, wieder sehr früher Vorcheck. Und den nehmen wir. Nein. Tyler Spurgeon 2-0. Schuss von Thiel, der ist da völlig alleine, dadurch, dass wir den guten Vorcheck fahren und dann der Fehlpass kommt. Der Schuss, Henrik Garne kann den nur abfälschen. Oder, ja, wir schauen nochmal drauf, Thiel mit dem Schuss. Spürchen mit dem perfekten Touch, dass er gleich bei ihm auf dem Schläger ist. Dann legt er ihn zur Seite, perugant ins Netz und somit das 2-0. Und was? Eine gute, ja, wie gut spielen wir das einfach? Na klar, der Schuss natürlich ein Stück perfekt für uns, aber Rutu ist kein Verteidiger. Da müssen halt beide Verteidiger ein Stück da sein oder mindestens einer bei Tyler Spurgeon. Da waren sie einfach zu weit weg und Spurgeon hält den Puck drin. Ja, stark von Lemmers. Thiel, da ist Ortendorz. Lemmers wieder perfekt. Oswald, Spurgeon Außennetz. Och, das gibt's nicht. Das wäre so gut, hätten wir jetzt hier gleich 3-0 geführt. Aber Henrik Arne hält erstmal gute Führung fest, auch davor mit den Schuss gegen, wer war's? Oswald, genau. Den pariert er auch sehr gut und wir sehen es an den Schüssen. Wir dominieren hier, Krefeld gut weg, leider
Ja, Scheibe geplatzt. Der Pass wäre zu Heikel gut gekommen, aber Söll wäre da, glaube ich, noch da gewesen. Aber völlig egal. Weiß gegen Hobbs. Weber, Schade, Fischer. Komm, du gewinnst das Laufduell. Ganz stark Fischer. Hobbs, Maximilian Hobbs. Er hätte Weber die Meter machen müssen. Spielt den Puck tief. Heikel, da ist Weber, Schade, Flake, Jerome Flake, Achtung, Hopp, Kraus, muss da ran. Kraus macht das so stark, wirklich. Söll, Weiß und Johannes Kraus einfach raus. Und das erste Drittel ist vorbei. 2-0 Führung für die Joker gegen die Krefelder Pinguine. Mehr als verdient die Führung, wir dominieren hier Krefeld gut weg. Und sie hatten da die Chance zum 1-0 früh. Oder sagen wir gleich so im Gegenkonter von Bennett Wasmi, den sie nicht machen. Aber jetzt Wasmi, Schütz ist da, ganz stark. Wichtiger Block auch, Schütz jetzt. Jakub Lagasse. Burkhardt hoch zu Watson. Der Schläger ist leider gebrochen. Lagasse. Da ist Watson. Geben sie auf viel zu viel Platz eigentlich. Aber sie verteidigen das relativ gut. Puck bleibt trotzdem bei uns. Schütz, Puck, einfach tief. Ah, schade, nein. Bennett, Wasmi. Und der Vorcheck klappt nicht. Achtung, Josh McDonald, Watson, ganz stark. Blomqvist, Yannick Burkhardt. Burkhardt, da ist Lagasse. Schade, kommt nicht durch. Blomqvist jetzt. Sammy Blomqvist, was ein Solo, Sammy Blomqvist. Kommt nicht zum Abschluss. Jetzt Watson mit dem Schuss wird geblockt. Und sie gehen wechseln. Schütz. Der Pass nach vorne ist sehr riskant, aber er wird belohnt. Oswald kann sich nicht durchsetzen. Schade. Bennett Wasmi. Erhoff. Josh McDonald. McDonald. Stark. Jetzt Bürtchen. Oswald. Aber jetzt sind sie da in den Checks. Also macht Grefeld jetzt sehr, sehr gut. Also besser wie vorher. Und hier verschätzt sich dann ein Stück weit. Buschmann, der Schuss geht nach außen weg. Komm, Lemmers. Ganz stark von Lemmers gegen Kotz. Lemmers. Immer noch Lemmers. Da ist Max Oswald. Schade. Buschmann. Und wir können schnell wechseln gegen Kuhnekart. Ah, macht er stark. Marginiu. Kuhnekart. Jetzt Bozecki. Machen sie gut. Da ist er auf einmal völlig alleine da vor Fiesinger, aber trifft nicht. Jetzt Heikel. Da ist Johannes Kraus noch mit. Schade. Achtung, jetzt Marginiu. Matt Marginiu. Kuhnekart, wichtiger Block von Fischer. Bozecki, Buschmann, Kuhnekart. Der Schuss aus der Umdrehung und dann ist er so Lucky Bouncer für Krefeld. Und somit fällt halt das 2-1, weil der Puck zweimal perfekt zu Krefeld kommt. Aber völlig egal. 2-1 steht, das war gut von Krefeld. Klar, wir hatten da ein Stück Wechselfehler, kann man schon sagen. Aber es ist noch die Führung. Rotu, aber Achtung, Üfing, Fischer, Fiesinger. Oh mein Gott. Ganz stark, aber wirklich von Fiesinger und Fischer. Hane mit dem Safe. Wir gehen jetzt in die vierte Reihe. Würde ich sagen, das ist das Beste jetzt erstmal. Und Krefeld kommt ein Stück weit in den Lauf. Bin schon mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es wäre wichtig, wenn wir jetzt einfach hier treffen. Fischer, Schuss. Und er war auch fast drin. Buschmann. Gotz. Louis, komm. Weiter so. Üfing. Weber mit dem Check war wichtig. Jetzt Laxonen. Jere Laxonen auf Joseph Louis. Louis, da ist fast das Eigentor. Jetzt eher am Achtung. Üfing aber jetzt erstmal mit dem Puck. Stark von Weber. Achtung, eher. Üfing, Rutu, Fiesinger. Wichtig. Somit geht's ins nächste oder ins letzte Drittel hoffentlich. Sehr, sehr eng ist es. Krefeld hat jetzt mehr Schüsse. Muss man sagen, 5 Schüsse. Wir hatten, glaube ich, nur einen oder zwei.
Es ist aber zu wenig dann von uns im zweiten Drittel. Somit ist dann auch der Treffer nicht ganz unverdient für Krefeld. Da sieht man, dass sie uns ein Stück dominiert hatten. Aber wer jetzt hier gewinnt, wer das dritte gewinnt, ist der Sieger am Ende. Und darauf kommt es drauf an. Und Krefeld läuft ja immer noch einen Rückstand hinterher. Plonquist, komm, wir müssen es ruhig spielen. Der eine Treffer, jetzt Watson. Schütz mit dem Schuss, schade. Aber mal schnell gemacht einfach. Wilfers, Strafe für uns, warum? Wilfers, Rosmi. Ja, Hammer. Warum gibt es jetzt die Strafe für uns? Das verstehe ich nicht ganz. Crosscheck von Blomqvist, glaube ich dann. Ne? Naja, Unterzahl, das erste Mal. Watson, Puck geht raus und wir gehen hinterher. Üfing, oh, ganz stark von Hobbs. Aber wir können den Puck nicht holen. Achtung, Ruutu. Ruutu. Boden Dotz ganz stark. Oh, was ein Pass auf Ehren. Und zum ersten Mal kriegt Daniel Fiesinger in 5 Spielen 2 Gegentreffer. Und da fällt leider das 2:2. Ach Mann. Schade, aber was eine Übersicht, das muss man sagen. Also was ein Pass davon. Wer war's? Nochmal Ruutu, genau. Was ein Pass von Ruutu. Plonquist jetzt. Sammy Plonquist. Schade, Marginio. Und jetzt ist es Kunekat. Bozecki. Fiesinger. Watson. Sammy Plonquist. Sammy Plonquist. Da ist Jakub Lacazze. Marginio. Bozecki. Bozecki. Marginio. Erhoff. Erhoff. Ah, schade. Und jetzt Erhoff. Macht er ganz stark. Burkhardt. Der Konter. Schütz. Zu. Ah, da keine Anspielstation. Schütz. Ganz stark, aber Schütz. Stockschlag, wichtig. Ganz, ganz wichtig, dass Üfing da Stockschlag nimmt. Und das wäre jetzt gut, wenn wir treffen. Ob wir eine gute Powerplay-Quote haben, weiß ich nicht. Ob wir jetzt treffen, hoffentlich. Flagge, Puck geht wahrscheinlich raus. Spürchen, passt auf. Da ist Laxunen. Ah, wird gut abgeblockt. Ja. Thiel. Thiel. Ja, setzt den Körper rein. Laxunen, der Schuss. Schade. Lewis. Thiel, der Schuss von der Blauen. Lewis. Lewis. Joseph Lewis. Lewis mit dem Passversuch aufs Bürchen. Schade. Weiß. Flake. Puck geht raus. Thiel. Lewis. Und jetzt Tyler, na ja, schade, Tyler Spürchen. Tyler Spürchen, der Treffer durch die Beine von Hedrick Arne. Und ich habe nicht gerechnet, dass er durch die Beine geht. Ich dachte, er geht dann nicht durch. Aber er geht durch. Treffer, 3:2. Wir führen, wichtig. Und jetzt die Führung halten. Achtung, Kunekat. Ganz stark, Odendorz. Lemmers. Lemmers. Da ist Odendurz. Bozecki. Mit dem Konter. Bozecki. Was ein Move. Kunekat. Marginio. Kunekat. Erhoff. Oswald wichtig. Und jetzt Odendurz. Tyler Spürchen. Tyler Spürchen. Da ist Max Oswald. Schade. Achtung jetzt. Einfach. Nach hinten, wäre gut. Wichtig, von Watson. Was ein Pass dann an die Bande. Durch alle durch. Plonquist, da ist Burkhardt eigentlich gewesen. Aber Achtung, Burkhardt, komm, du musst damit ran. Wasmi, wichtig. Sie nutzen den 2-auf-1-Konter nicht. Plonquist, da ist Jamal Watson. Tolder war nicht raus, wollte gerade gehen. Er bleibt am Tor hängen. Wasmi.
Jetzt wird der Torhüter gezogen wahrscheinlich. Aber super. Schütz einfach, genau, in die Zone von Krefeld. Blomqvist ganz stark weiterkämpft. Come on, Blomqvist. Jetzt wirf was. Wasmi, ja, das ist die Entscheidung. Wir gewinnen gegen Krefeld im ersten Spiel. Es war wieder ein hart umkämpftes Stück. Aber der Sieg für uns und somit steht es 1-0 in der Serie für die Krefelder Pinguine. Lasst gerne für die Folge ein Like und ein Abo da. Schaut gerne ein zur nächsten Folge und dann hören wir uns bald beim nächsten Video. Ciao.